Hallo liebe Hungrige, wir leben heute besonders gesund und bereiten uns einen Rucola Salanova Blütensalat zu. Ergänzt wird dieser durch ein überbackenes Ziegenkäse-Baguette. Zur Zubereitung des Salats brauchen wir den Salanova Salat. Das ist eine neue Kreation aus dem allseits bekannten Blattsalat. Rucola Salat, eine gelbe Paprikaschote, Kirsch- oder Datteltomaten, ein Stück Melone, Mangosirup, Feigensenf, Zitronen- bzw. Limettensaft, einen Schluck Wasser, etwas Olivenöl und Salz und Pfeffer und natürlich unsere Blütenmischung. Die Auswahl fiel dabei auf eine Mischung aus Betonien- und Begonienblüten. Ein Augenschmaus sozusagen. Zuerst bereiten wir ein Salatdressing zu. Dazu geben wir in eine Schüssel 3 Esslöffel Mangosirup. Ein bis zwei Esslöffel Feigensenf. Zwei Esslöffel Zitronen- oder Limettensaft. Ich habe eine Mischung hier aus beiden. Zwei Esslöffel Wasser. Und etwas Pfeffer. Und etwas Salz. Das Ganze vermischen wir jetzt etwas. Und geben nun noch 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Und somit wäre ein nicht alltägliches Dressing zubereitet. Zu jeweils einem Drittel der Gesamtmenge des Salats haben wir diesen vorbereitet, das heißt also gewaschen und trocken geschleudert. Wir nehmen also ein Drittel des Salanovas in der rötlichen Version, ein Drittel des Salanovas in der hellen Variante und das vorbereitete Drittel des Rucola-Salates. Geben darüber nun das Dressing. Und vermischen alles. Hierauf geben wir nun die vorbereiteten Paprikascheiben. Einige von den Dattel- bzw. Kirschtomaten. Ich habe mich hier für Datteltomaten entschieden. Und geben nun, um den Salat auch noch einen weiteren pikanten Touch zu verleihen, ein paar Kugeln Fruchtfleisch aus der Melone hinzu. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Löffel machen, bloß wenn ihr einen solchen Ausstecher habt, macht sich das sehr gut. Und zu guter Letzt garnieren wir alles mit den vorbereiteten Blüten. Und voilà, fertig ist ein extravaganter Salat. Nun also noch die Ziegenkäse-Baguettes. Dazu können wir Baguette-Scheiben nehmen oder auch wie hier ein Baguette-Brötchen. Das wird ein bisschen, ein klein wenig mit Butter bestrichen. Nur ein wenig. Andere Hälfte genauso. Jede der Hälften wird mit 2 schmalen Scheiben Ziegenkäse belegt. Wir geben nun etwas Honig auf die Baguettes. Diejenigen unter euch, die sich ayurvedisch ernähren, müssen den Honig natürlich weglassen, weil Honig nach der ayurvedischen Küche nicht über 40 Grad erhitzt werden darf. Auf die Baguettes geben wir nun noch ein bisschen Thymian, nach Möglichkeit frischen, so wie ich das hier mache. Falls der aber nicht vorrätig sein sollte, geht natürlich auch getrockneter. Und nun kommen die Baguettes in den Herd bei 220 Grad. Wenn ihr Umluft verwendet, reichen 200 Grad aus. Und zwar für 5 bis 7 Minuten. Das hängt davon ab, wie dunkel ihr den Käse haben möchtet.
Verwendet ihr allerdings Baguettes, die sowieso erst aufgebacken werden müssen, dann sollten sie mindestens für 8 Minuten in den Herd. Und nun können wir dieses bunte Gericht auch verzehren. Viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit, bis zum nächsten Mal, bye bye.